Oh Gott. Shit. Ich wollte hier gar niemand beschwören, ne? So, hallo, da bin ich mal wieder. Und diesmal mit einem neuen Spiel. Und zwar Gigantic, oder wie auch immer man es aussprechen mag. Ist gerade noch in der Beta-Phase. Habe ich einen Beta-Code für bekommen. Sieht man hier, Pre-Release-Build. Jetzt schauen wir da einfach mal zusammen rein. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Tutorial an. Beginn Tutorial, ja. So. Dann haben wir hier eine Heldenauswahl. Die zwei zur Auswahl. Dann hier noch den kleinen Fratz. Aber ich würde sagen, den fetten Fratz hier. Und legen mal los. Übernehmt die Kontrolle über das Schlachtfeld. Verleiht mir Kraft mit Hilfe der Beschwörungskräfte. Jetzt erhältst du einen Punkt, besiege Gegner und beschwöre Kreaturen, um Sammelkräfte am WP zu erhalten und aufzuleveln. Pro Level erhältst du einen Fertigkeitspunkt. Alle Steuerung gedrückt, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Machen wir das mal. Was haben wir hier? Erbarmungslose Nahkampfangriffskombo. Wirf einen Speer, verursacht rüstungsorientierten Schaden und unterbricht nahe Gegner. Verursacht Blutung und durchbrochene Rüstung. 4, 5, 6 Sekunden, je nachdem. Frontstoß, Nahkampfangriff, der Gegner bei einem Treffer unterbricht und erhöht für 5 Sekunden die Bewegungsgeschwindigkeit. Das erste. Aufbau. Die ersten 4 Treffer hintereinander zu landen verstärkt deinen Schaden für 3 Sekunden um 20%. Sprint und linke Maustaste verursacht Blutung 50 TP 3 Sekunden. Kostet 8 Ausdauer. Angriff. Gut gemacht. Ja, Blabla, Standard, okay. Dann mal dahin. Uiuiui. Da waren wir aber schnell. Da müssen wir gleich mal so hinlaufen. Neues Ziel. Beschleunigung, indem du dich dem näherst. Der Kritikum gewährt einzigartige Vorteile. Kritikum. Okay. Die Folge irgendwie. Diese Tante, die hier durch die Gegend eiert. So, neues Ziel stellen wir erstmal eine Reihe. Rücken. Ah, noch zwei. Okay. Cool. Dann hätten wir das gemacht. Die Mahn wieder bis Beschwörung Kreaturen verteidigen. Okay, bla bla bla. Eiern wir den mal ganz schnell hinterher. Die wir ganz schön Dampf dahinter. Besiege die Gegner. Dann machen wir das mal. Wow, schnell hier. Moment mal. Hallo? Kann deine Farbe bei dir? Okay. Das können wir einsammeln, dann halt das uns. Okay, interessant. Hier rein. Jetzt muss ich viel gedrückt halten. Ach so, ich will die Steuerungstaste gedrückt halten. Dann aktivieren wir jetzt mal den Speer. Schwerlanze gedrückt halten, wenn voll aufgeladen wurde, Sperrwurf, Blutung 4 Sekunden, Ablehnzeit 3 Sekunden, Torus, Bodenziel, fallende Sperre, der Gegner wird langsam. Ziel für schwere Lanze. So, dann drücken wir jetzt mal die 4. Das geht aber auch irgendwie nicht. Okay. Alles klar. So bringt das nichts, wenn ich die 4 gedrückt halte. Okay, dann können wir das wohl noch einsammeln. Was passiert, wenn ich durch den Fettsack hier laufe? Okay. Ja, ich muss das einsammeln. Ich kann das aber nicht einsammeln, so irgendwie.
einsammeln. Ich kann hier nichts mehr verteilen und ich kann hier auch nichts einsammeln. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Bringt ja nichts, wenn das nicht funktioniert. Kehre zurück zum Hauptmenü. Okay. Dann gucken wir uns mal die Trainingsarena an, würde ich sagen. Okay. Hier kommen jetzt alle möglichen Helden aus. Okay, ich nehme auch mal den, wo ich gerade hatte. Puh, kleine Übersicht. Das heißt, hier kann man üben. Hier kann ich schon mal den ersten Bataillon verteilen, dann will ich wieder hier ran. Okay. Lassen wir mal gleich mal den Shop hier her. Valhalla. Valhalla. Oha. Drei Stück, das ist nicht ganz so gut. Heilen wir uns gleich mal wieder mit dem. Oh, oh. Den noch kaputt machen. Sieht schon mal ganz schön nice aus, das Spiel. Wow. Ach, ich kann meinen Sperrwurf ja gar nicht machen. Das ist ein Spiel. Ich hab auch keine. Ach, ich hab den mal. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich das selber einfach gedrückt habe. Ich bin hier in der Kopf. Wenn ich die ganze Zeit schicken muss, das ist ganz praktisch. Hier oben können wir was einsammeln. Da gehen wir doch gleich mal hin. Springen nicht mehr sprinten. Alles klar. So. Google einsammeln. Machen wir doch mal. Okay. Gespreizte Hörner. Solange der Schadenboost von Rauchball aktiv ist, erneute Treffer mit linker Maustaste. Was? Erneuern Treffer mit links wird das in Dauer. Okay, das ist cool. Nach dem Eliminieren eines Gegners verursacht er 150 doppelten Schaden. Nehmen wir mal das da hier. Dann schwere Lanze. Das nehmen wir doch. Große Hilfe, eine schwere Lanze. Nee, wir nehmen schwere Lanze. Und wenn Fluffgirl den Gegner 150 Schaden, ein Treffer mit einem Fluffgirl Schuss, vielleicht 500 einen Schadensbonus. Nehmen wir das hier. Dann der Herrscher plus 5% Schaden für die Immersion, ohne zu sterben. Immunität gegenüber Schwächerung von Verwirrung ist doppelt so schnell. Okay, nehmen wir das hier. Kampf Rage. Erhalte 10% Fokus für jede Dimension für jeden Tod. Fähigkeitsentscheidungsboost nach jeder Elimination. Zu viel Eliminieren. Aufwärts und Schuss gesteuert gegen die beiden Treffer in die Luft. Für einen mächtigen zweiten Angriff. Nehmen wir das hier. Bei einem Treffer werden Gegner in einem kleinen Wirkungsbereich um dein Ziel herum in die Luft geschleudert werden. Späßerer Hornsturz. Und zu guter Letzt, wilder Stier, du verfügst um Schaden mit Standardangriffen, das ist ganz gut. Du bist von der. Du lässt von sich Ausdauer. Du bist auf Verbünde. Nun hat die Ausdauer. Okay. Das hätten wir. Geht jetzt die 4? Hier geht die 4 auch nicht. Ich ja vorhin anscheinend. Okay, jetzt habe ich irgendwas gegen gesagt. Oh Gott. Shit. Ich wollte hier gar niemanden beschwören, ne? Hallo. Oh Gott. Oha, oha. Oh shit, als ob ich das überlebe. Wow, 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 wow. Alter, als ob. Irgendwie heilen? Wahrscheinlich nicht. Und eiskalt tot.
als ob ich es überleben hätte können. Haha. Spawnt einfach so ein Megadrache her. Scheiße, Mann. Okay, springen wir mal hier hin. Aber nicht wieder auf die blauen Punkte laufen. Ja. Jetzt kommt ein Punkt, das ist ein Ultramonster. Gehen wir einfach mal hier nochmal hin. Wow, ich habe jetzt irgendwas zusammen mit dir. Wow. Okay, cool. Alter, geil. Können wir da irgendwas einsammeln, was ich eh nicht einsammeln kann mit der 4? Das funktioniert irgendwie nicht so, wie man das gerne hätte. Wow, was ist das? Okay, ich würde sagen, sieht das ungefähr aus. Kehren wir mal zum Helden-Ding zurück hier. Okay, 2, 1, go, 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 go. Okay, das hätten wir eigentlich die Steuerung hier ja, beenden. Dann schauen wir uns mal das da hier an. Jetzt einmal verschiedene Modi. Control the Battlefield, also beherrsche das Schlachtfeld, ist ja wohl klar. Nur Punkte einnehmen, ganz normal, wie man es bei jedem anderen Spiel auch kennt. Verhilft deinen Wächter zum Angriff. Nochmal den verstärken und immer stärkere Helden angreifen. Das ist, denke ich mal, genau das Gegenteil davon. Verteidige deinen Wächter. Wir greifen die anderen an und man muss seinen eigenen Wächter verteidigen, halt, wie es da steht. Siege den Gegner halt. Ich denke, es ist sowas wie Team Deathmatch oder so. Dass man den halt. Hier ist nichts gegen große Gegner, die man hier kämpfen muss. Okay. Auch cool. Okay. Dann schauen wir uns mal hier. Wählen wir den wir eh gerade schon hatten, aus. Suche nach Match. Du befindest dich nun in der Warteschlange der Mitspielersuche. Okay. In der Zeit können wir uns mal weiter umschauen. Zieh deine tägliche Schicksalskarte. Okay, mal schauen, was das ist. Kaufe eine Ziehung. Ich habe hier aber keine roten Dingsies. Das heißt, man muss hier irgendwie schließe dein erstes Match ab. Okay. Und dann kriegt man diese roten. Ach, okay. Okay, okay. Cool, das heißt, das geht dann mit Beschwöre oder verbessert drei Kreaturen. Ja, und dann kriegt man diese Karten. Ist ja cool. Verursacht 3000 Schaden an den gegnerischen Wächtern. Okay. Das ist ja alles ganz cool. Oha. Findet die eine 30 Vorlagen. Okay. Ja, Stadtseite. Dann schauen wir uns mal den Go-to-Shop an. Aber hier. Okay, ein Schütze. Das ist ein neues anscheinend. Was haben wir noch? Kreaturen können wir uns mal anschauen. Da haben wir jetzt hier verschiedene Kreaturen. Okay, noch eine Kreatur. Ah, da kann man noch eine dritte wählen. Also ich wäre ja. Sieht dann lustig aus. Ich schaffe das hier. Kann man denn irgendwie da. Ah, dann kann man rüberziehen. Okay, cool. Dann kann man ja bisschen rausziehen. Nein, kann man nicht. Aber man kann hier. Ah, okay, das sind dann die Familien. Gucken wir uns die mal an. Man hat Sommerblüher. Der macht irgendwie. Das sind irgendwelche Zusatzdinger, denke ich, so wie es aussieht. Dann haben wir noch einen Herbstblüher. Okay, cool, da gibt es so Bonusdinger dann, die wenn man die dabei hat. Cerberus Moiaris. Einen Steinzerberus. Ein Bergzyklop. Oh Gott, wie putzig. Einen Yeti-Zyklop. Das ist irgendwie wie so eine Mischung aus Ice Age und Star Wars. Finde ich. Dann haben wir hier noch einen Feuerdrake,
oder Feuerdrache, je nachdem. Und ein Sturmdrake, ein Sturmdrache. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten dann. Okay, das ist das, was wir gerade angeguckt haben, wo man einsammeln kann. Gehen wir uns mal hier die ganzen Helden anschauen. Haben wir hier einmal Fürst Knossos. Das ist ein offensives Kraftpaket, das ist das, was wir gerade hatten. Nein, hier. Dann gibt es noch der Markgraf, schwere Rüstung, Nahkampfmoll, Moloch, Molch. Dann haben wir Tyto, der Flinke, schnelle Elimination, das ist so ein, das fällt mir der Name nicht ein, egal. Du so leise durch die Gegend gehen. Ein Trip, der auf den Trip tritt. Verstohlene Assassine, ja, Assassine meine ich doch. Dann so ein Frosch hier, ein Wu. Oh Gott, der geht ab, Alter. Da musst du übelste Musik zu einspielen. Dann Onkel Sven. Der Drogen-Junkie. Ist ja cool. Zaubertränke und Heilung. Ja, okay, hatten wir gerade, bin ich blöd. Ein Vadasi. Heilerin opfert ihre eigene Gesundheit. Dann haben wir hier noch ein Beckett. Taktischer Schütze. Und ein Imani, das ist eine Scharfschützin. Die hat ja mal ein Oschi-Visier da drauf. Nicht mehr normal. Dann ein HK206, schießt alles ab. Das sieht aus wie so ein automatisches Ziel-Dings-Bums-Fokus-Dings. Ein Woden, das ist ein trickreicher Bogenschütze. Dann haben wir ein Karnok. Das ist die totale Verheizung. Oh mein Gott, wie kommt man denn auf so einen Namen? Totale Verheizung. Ist ja krank. Ein Mozu, das ist eine arkane Magierin. Und ein Griselma, das ist so eine Uroma. Beschwört Portalbestien. Ist ja genial. Die hat so ein Auge in der Hand. Geil. Mir gefällt ja am besten dieses totale Verheizung hier. Die Drakonier handhaben Feuer mit dem Geschick von Magiern und der Wildheit von Monstern. Pfad der Wut, Pfad des Blutes. Alter, geil. DPS-Zauberer. Geil. Okay. Das gefällt mir. Totale Verheizung. Ja. Gut. Viel mehr haben wir ja jetzt hier nicht anzuschauen. Ja. Würde ich sagen, lassen wir es auch dabei. Bringt ja nichts, wenn wir da jetzt noch ewig lang warten. Wir warten ja schon seit 5 Minuten hier auf, dass es weitergeht. Verlassen wir die mal. Genau. Belassen wir es dabei, würde ich sagen. Dann haben wir da mal eine gute Übersicht drüber. Ich finde das Konzept davon gar nicht so schlecht. Da kann man noch einiges dran machen, aber ist halt gerade eine Beta, wo ich halt einen Code für bekommen habe. Und dachte, ich zeige euch das auch mal. Ja, genau. Da würde ich mal an dem Punkt hier sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Nächste Folge kann ich ja nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wann es bei dem Spiel weitergeht. Ich halte euch da aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich da was mitbekomme. Ich finde es schick gemacht, voll süß irgendwie. Genau. Und dann würde ich hier mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.